Die Frage ist weniger, ob sie ihn erkennen, sondern vielmehr, wann sie das tun. Nämlich jetzt, also pst und genau hinhören. Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Oliver Rohrbeck, ich bin Hörspieler und Filmschaffender. Seine Stimme ist sein Kapital. Bekannt wurde er als Synchronsprecher für Hollywood-Star Ben Stiller, vor allem aber als Justus Jonas von den 3-Fragezeichen-Hörspielen. Seit 30 Jahren gibt es die beliebten Kassetten, genauso lange ist Oliver Rohrbeck dabei. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht, erfreut sich das Medium hierzulande doch einer großen Beliebtheit. Es gab ja eine große Hörspielkultur in Amerika. In den 40er, 30er Jahren gab es immer die Radioshows, so halbstündige Sachen von der Werbung finanziert. Das hat da aber völlig aufgehört mit dem Einzug des Fernsehers. Gott sei Dank in Deutschland nicht. Das stimmt, das ist ein absolutes Phänomen des deutschsprachigen Raumes. Davon zeugen die Auszeichnungen im Büro des Berliners. Hier in Kreuzberg hat Oliver Rohrbeck sein eigenes Hörspielstudio aufgebaut. Mit seinem Label Lauscher Lounge produziert er die Geschichten fürs Ohr mittlerweile selbst. Temeraire war nur zu gewillt, jeden Zweifel fahren zu lassen. Sie werden zuhören. Es ist ja eine unglaubliche Freiheit für einen Schauspieler, zu sagen, ich muss nicht auf einen Anruf warten, bis mir jemand einen Stoff anbietet und der will den Stoff dann ganz anders umsetzen, als ich das gerne möchte, sondern wir suchen uns mittlerweile unsere Stoffe selber aus und können die dann auch so künstlerisch umsetzen, wie wir das möchten. Und das ist mehr als nur Kinderkram. So wie Oliver Rohrbeck sind auch die Fans der 3 Fragezeichen mittlerweile älter geworden. Mit der Drehbuch-Lounge im Kino Babylon soll ein Event für Erwachsene geschaffen werden. Live-Lesung vor Publikum. Mit dabei solche lustre Namen wie George Clooney, Johnny Depp und Ashley Judd, beziehungsweise deren deutsche Stimmen. Ja, man macht einfach miteinander den Spaß, jetzt das mal live zu erleben und den Leuten die Freude zu machen, dass sie die Stimme, die sie sonst nur hören, auch mal live erkennen und den Überraschungsmoment, dass sie dann doch mal denken, ach guck mal, der hat Clooney, sieht aber doch im Deutschen doch ein bisschen anders aus. Und das ist schon auch mal eine Herausforderung, die Leute trotzdem dazu zu zwingen, den Schauspieler Bierstedt zu erkennen. Der Frosch mit der... Deine Nummer ist K297, okay. Diese beiden Fotos befanden sich bei ihm, Herr Oberinspektor. Ich bin Inspektor. Aber Herr Inspektor, Sie werden mir hier doch meine ehrliche Arbeit nicht vermasseln. Nein, solange hier nur Engelchen am Berg sind, nicht. Ich sage ja immer, wir beim Hörspiel sind Filmemacher, aber wir machen eben nur die Audiospur. Das heißt, wir machen auch Filme, aber eben im Kopf. Nachschub für das Kopfkino ist natürlich Chefsache. Ob als Sprecher oder Regisseur, Oliver Rohrbecks Stimme hat in der Szene großes Gewicht, ohne dabei geschont zu werden. Ich tue das jedenfalls nicht. Ich trage auch deswegen nicht extra einen Schal oder schlucke Kreide oder so. Und ich gehe auch ins Fußballstadion und schreie selbstverständlich den Schiedsrichter zusammen, wie sich das gehört. Insofern, ich kann mich da leider am Stimmeschonen nicht beteiligen. Übrigens, schreien tut er als Berliner natürlich für die Hertha. Da gibt es zwar zurzeit genug Grund, laut zu sein, aber pst, den Krach lassen wir dann doch lieber im Stadion.